Damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und wir gucken gleich mal wegen irgendwelchen Upgrades. Ich glaube, das konnten wir gar nicht von hier aus machen, ne? Ja, wobei das hier, Rammsporn, Stärke der Rundkugeln. Ja, also da müssen wir definitiv dann halt mal unter Deck. Also weg vom Ruder und dann ran an die Kajüte. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da immer. Gut, eigentlich ist es ganz, ist es ja ganz nett gemacht, dass man unten rein muss, aber es ist halt immer so ein bisschen umständlich, ne? So, genau. Des Beibootes. Nein, das brauche ich nicht. Aber ich brauche mehr bei den Rundkugeln. Ja, es gibt das ganze Geld drauf dafür, aber die Dinger sind es echt wert, ey. So, verkaufen. Und zwar den ganzen Rum. Rum braucht man nicht. Ja, wir sehen, man könnte eigentlich schon viel kaufen, ne? Ledersegel, oh mein Gott. Schrecklich, ey. Blumen. Ja, man kann viel Schindluder treiben mit seinem Schiffchen, aber ich denke, dass wir die Kugeln jetzt erstmal verstärkt haben. Ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, weil gerade gegen größere Schiffe oder irgendwie sowas kann man es halt so ein bisschen besser zur Wehr setzen. Ne? So, dann lass mich mal ins Steuer hier, ihr kleinen Landratten, und dann werden wir mal losdüsen. Bring die Hauptsegel in den Wind! So. Na gut, nee, volles Segel nicht. Puh, knappe Sache. Oh, da gibt's was, da gibt's eine Kiste. Oh, die geht doch gut ab gerade, ne? Oh, günstiger Wind. Sehr schön, gut gemacht. Wir müssen auch retten, arme Schweine. Ich finde das voll geil. Also macht das so voll Laune. Das ist was, was man immer mal machen wollte, wo man selbst so, wo dieser Abenteurer wieder durchkommt. Ups. Leersegel heißen, los geht's! Das war jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Nehmt die Rahn aus dem Wind! So, hier geht's. Kann okay, ich ja schon fast rüberspringen. Der Captain geht schwimmen! Ja, ja, in der Salzlake, ne? Naja, hm, ja, kenn ich schon. So, dann haben wir uns mal den Aussichtspunkt hier vorne. Oh Mann, ey. Voll gut. Das müssen Zeiten gewesen sein, ey. Nichts ist erkundet. So viel unbekannt auf der Welt. Hammer. Hammer, hammerhart. Okay.
von hier aus, ne? Ja. So, mache ich nur noch die Schatzkiste, weil bevor ich jetzt da hingehe und dann hier storytechnisch das weitergeht, werde ich mir jetzt erstmal die Schatzkiste holen und den Rest, was hier so gibt. Das können wir gebrauchen. So, eine von drei Truhen haben wir. Mal gucken, wo die andere ist. Ne, die brauchen wir nicht platt machen. So, hier ist eine. Das ist hier noch so ein Animus-Fragment. Ja, gerade hier drauf klettern. Aber wo? Wo nur kann ich hier rauf klettern? Ha. Also ich möchte halt auch gerne raufklettern, ne? Na hier. Nee. Komisch. Ach nee, vor dem großen Baum. Gerade gesehen. Dann ist hier rauf. Rüber. Und dann das. Da. Sehr schön. Ach, wunderbar. Na, wir sind so gut dabei, gerade was das Sammeln angeht. Ich mir gar keine Gedanken machen. So. Da ist was. Flaschenpost. Also Schatzkarte vielmehr. Wir haben alles entdeckt auf der Insel. Sehr schön. Super gut. Na, können wir jetzt auch mal da hingehen. Das ist Blackbeard. Nee. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldnern. Hm. Ei. 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Und mangelt es an Verteidigung, sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Hm. Dann lasst uns das Observatorium finden, wenn es tut, was die Templer behaupten. Werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Richtig. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Das könnte interessant werden. Vor allem auch schwierig. Ja, definitiv. Naja. Super, wir haben jetzt erstmal soweit alles entdeckt. Da hinten tummeln sich die Fische gerade im Wasser. Ach, klasse, ey. Kann man eigentlich so bleiben, ne? Mhm, sehr schön. Gut, dann genießen wir noch so ein bisschen die Aussicht und freuen uns an dem schönen Klima hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.